Servusle zum weiteren Part Glücksrad. Ich wollte eigentlich ursprünglich die Amiga-Version zocken. Aber dummerweise funktioniert das Spiel nicht. Entweder liegt es am Emulator oder an der ROM. Ich weiß es nicht, ich hab's nicht zum Laufen gekriegt. Spielen wir nochmal eine Runde Glücksrad auf dem C64, weil ich gerade Bock auf das Spiel hab. Starten wir einfach mal los. Vorausgesetzt, es lässt uns starten. Ah, jetzt. Ah ja. Interessant. Da ich schon mal da war, konnte ich mich auswählen. Es wird also alles gespeichert. Und schon wieder spielen wir gegen Michi. Und der zweite ist der Uwe. Na, der Sepp. Schauen wir mal, wie schwer oder beknackt oder wie auch immer, dass es diesmal wird. Beginn des Spiels mit F1. Und da ist wieder unsere rothaarige Umdrehtusse. Und wir dürfen drehen. Und wir erdrehen 100 Mark. Und wir nehmen das S. Es gibt kein S im Wort. Aus der Kategorie Sport. Ja, wunderbar. Michi räumt ab mit 200 Mark. Holt sich ein L. Das scheint es zu geben. Ja, wunderbar. Sport. Ja, Sport kann wieder alles sein. Eine Sportart. Oder der Name eines Sportlers. Vielleicht sogar der Name eines Rennpferds. Wer weiß das schon. Es gibt kein T. Kein S und kein T. Es sind vier Wörter. Kein S und kein T. Interessant. Aber ein G und ein L. Ich bin ja gespannt. Oh, Sepp räumt weiter ab. Bin mal gespannt, ob der Computer auch mal auf Bankrott kommt. Oder ob das nur uns passiert. 3-1. Interessant. Was soll das heißen? Ich hätte immer einen Hauch einer Idee. Ja, jetzt müsste man sich im Sport auskennen. Das ist halt überhaupt nicht meins. Sport habe ich keine Ahnung. Ja, das habe ich schon gemacht, du Kasper. Ja, gibt der Computer uns auch mal eine Chance, bevor hier alles abräumt. So. Und wir nehmen das H. Nur einmal. Dann drehen wir nochmal. Und ich habe immer noch keine Idee. Und dann nehmen wir ein M. Es gibt kein M. Das könnte Chancen heißen in der Mitte. Kein F. Zu viele Chancen vergeben. Aha. Ja klar, ist ja logisch. Sieht man in jedem Fußballspiel. Neulich habe ich es auch mal im Golf gesehen. Es kommt auch mal beim Tennis vor. Zu viele Chancen vergeben.
ich glaube, da muss ich um ein paar Ecken weiter denken. Das ist überhaupt nicht meine Art, an die Lösung zu kommen hier. Person. Und der Michi ist dran. Ja, Person kann alles sein, vom Babs bis zum Bummuggel ist alles möglich. Ein L. Person. Aber wir sind auch noch kein einziges Mal bankrott gegangen. Es gibt kein B. Der Computer allerdings auch noch nicht. Und noch eins weiter. Schade. Ein H. Oh, aussetzen für den Sepp. Und wir sind dran. Wir drehen. Und nehmen ein D. Es gibt kein D, ja, war klar. Hätte ich doch wieder S und T probieren sollen. Ui, Michi ist bankrott. Ja, da schau an. Und der Sepp. Sepp aussetzen, Michi bankrott. Ja, heute geht doch was. Kein M. Wir sind dran. Jetzt nehmen wir es S oder es T. Ah, nehmen wir es T. Es gibt kein T. Ja, ich weiß es nicht. Mal ganz ehrlich, schreibt's in die Kommentare. Wer weiß es zum jetzigen Zeitpunkt schon? Wer wusste es jetzt? Könnt ihr ruhig hinschreiben. Was nehmen wir jetzt? Probieren wir doch mal wieder das S. Ein S. Drehen wir nochmal. Und nehmen das G oder nehmen wir das K? Nehmen wir das G, ist es mit Sicherheit falsch. Ja, es gibt kein G. Zwei N. Michi ist bankrott. Schon zum zweiten Mal in der Runde. Kein F. Wir sind dran. Tja, ich vermute mal, das erste heißt Heinz. Drum nehmen wir Z, aber diesmal drücken wir Y. Ja, welcher Heinz? Nehmen wir es K. T.
Tja, nur noch Vokale im Spiel. Dann kaufen wir ein Vokal. Ich kaufe eine E. Und dann kaufe ich eine I. Ach, der Konsalik ist es. Muss ihn hier lösen. Heinz Konsalik. Ja, habe ich schon mal irgendwo gehört, aber wer das genau war, habe ich keine Ahnung. Beschissener Name. Beschissener Name für ein Ratespiel. F1. Ort. Ja, das ist jetzt bestimmt da, wo der Heinz Konsalik gewohnt hat, in Castrop-Rauxel. 5.000 für'n Sepp. Weil der Sepp, das ist ja so ein Depp. Der hat 15.000 abgeräumt. Hohoho. Schmeiß mich weg, du. Nochmal 5.000. Oh, nur einmal, ist ja schade. Hopp, mach nochmal 5.000. Immerhin 450. Oh, es gibt kein L. Mann, hat er 20.000 irgend schon abgeräumt? Da haben wir noch nicht mal gedreht. Und bankrott. Sehr schön. Kein H. Jetzt ist Sepp wieder dran. Ja, kauft sich ein A, er kann sich's ja leisten. Ein Ort. Ja, ich bin absolut ratlos. Ich habe keine Ahnung. Drehen wir mal und nehmen unser berühmtes S. Das mit Sicherheit nicht vorhanden ist. Na, bankrott. Wir langen in die Vollen. Bankrott, schon wieder. Aussetzen für Michi. Und das Zepp ist wieder dran. Aussetzen für Sepp. Na, was ist denn nun los? So, jetzt nehmen wir unser S. Zwei Stück. Dann drehen wir. Und nehmen ein F. Wir drehen. Man hat gar keine Zeit zum Überlegen. Und wir nehmen das P.
Kein P. Oh, Fastfood-Restaurant, ist es ein Ort? Ja, irgendwie ja schon, aber an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Mann. Ja. Sepp hat den höchsten Tagesgewinn. Wegen Nervosität kann der Spieler nicht mehr teilnehmen. Wir bedauern, dass die Bonusrunde ausfällt. Leertaste für Liste der Besten. Ach, so wird es gelöst, wenn der Computer gewinnt. Ja, das war wieder eine Runde Glücksrad. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie blöd ich eigentlich bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es irgendwie einigermaßen lustig. Ich fand's ja ein bisschen traurig jetzt, aber was soll's. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich werde versuchen, die Amiga-Version irgendwie zum Laufen zu kriegen, weil die grafisch doch um einiges besser ist. Und dann geht's weiter mit Glücksrad. Und bis dahin sei Servusle, Eierdoschten.